Drei innovative und ganz neue Produkte im Wintersport, die siehst du in diesem Video. Viel Spaß damit! Und damit nochmal herzlich willkommen hier in Garmisch und auf der ISPO On Snow Preview. Das ist die Vorstellung der neuesten Produkte der größten Sportfachartikelmesse der Welt, der ISPO, direkt hier oben im Schnee am Berg und mit den verschiedenen Marken, die schon im Wintersport etabliert sind, aber auch ganz, ganz neuen Marken. Und in diesem Video darf ich dir drei Produkte vorstellen, die hier herausstechen. Bevor ich gleich zu den Herstellern gehe und dir die Produkte zeige, einmal ganz klar vorab, ich kann diese Produkte natürlich hier nicht wirklich testen, sondern ich kann euch nur zeigen, was es Neues gibt. Und das machen wir jetzt. Viel Spaß damit. Das erste innovative Produkt, was ich euch hier vorstellen darf, ist der Head Radar. Visierhelme an sich sind keine attraktive Form des Skihelms. Mir zumindest haben sie nie gefallen. Head hat da einen komplett anderen Weg gewählt. Und zwar haben wir hier beim Head Radar ein integriertes Brillenelement, was wir auch hier sehen. Aber dieses Element ist wirklich seamless in den Helm integriert und sieht dann eher aus wie eine Skibrille. Das System ist so, dass wir hier seitlich zwei Gummistraps haben, die wirklich ermöglichen, dass es ganz einfach in den Helm hinein an den Helm geklemmt werden kann. Wir haben oben eine Einrastvorrichtung und ja, wirklich eine komplett nahtloser Abschluss links und rechts und auch oben, sodass kein Wind, kein Schnee, nichts in den Helm hineinkommen kann. Der Head Radar, so wie ihr ihn hier gerade seht, kostet 200 Euro. Die Brillen kann man auswechseln und eins ist auch noch sehr schön und das ist das Sphere Fit im Helm, was sich eben anfühlt wie eine Beanie. Also der Helm, wenn man ihn aufsetzt, ist wirklich gelöst durch ein Innenelement aus Stoff, was nah am Kopf sitzt und eben hinten über das Boa-System sich enger oder weiter stellen lässt. Das erste innovative Produkt für all diejenigen unter euch, die vielleicht Brillenträger sind oder eben nach einer Helm-Brillen-Kombination suchen, die schön miteinander abschließt. Okay, auf geht's zum nächsten. Das zweite brandneue und innovative Produkt, was ich euch vorstellen darf, ist der Splitski. Ein Ski, der eigentlich fürs Militär gedacht und erfunden wurde, der sich wirklich in zwei teilen darf. Dieser Ski kommt jetzt in den, sag mal, touristischen und kommerziellen Markt, weil es eben auch für all diejenigen unter euch, die eben mit dem Flugzeug häufiger reisen oder Bergtouren gehen wollen, wo der Ski einfach in den Rucksack seitlich passt, beispielsweise wie hier. Der Splitski hat somit ein geringeres Packmaß und passt unter Umständen auch mal in einen Smart, also super kleine Autos hinein. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass dieser Ski vor allen Dingen auf das Skitouren ausgerichtet ist und kein Alpinski ist. Wenn du also nach einem Ski suchst, den du sehr leicht für deine Skitour mitnehmen kannst, dann ist der neue Splitski unter Umständen eine Option für dich. Und dann habe ich noch ein drittes absolut innovatives Produkt und wirklich einen wahren Lebensretter in meiner Hand gerade, die sogenannte Powder Bee. Ein Prototyp, den ich hier gerade in der Hand halte, der aus dem 3D-Drucker kommt, aber dem echten Produkt, dem marktreifen Produkt später sehr nahe kommt. Und das ist wirklich das fliegende LVS, das fliegende lawinenverschütteten System, was ganz schnell aktiviert werden kann, wenn wir Richtung Lawinenkegel schauen, den Knopf drücken und diese kleine Drohne dann in den Himmel steigt, um eben nah in der Grobsuche an den Verschütteten zu kommen. Das System, was ihr jetzt hier seht, hat eine schon ausgefahrene Antenne, die man nach innen verschieben kann und ein sehr kleines Packmaß und eben auch ein sehr leichtes Gewicht. Das heißt für alle, die unter euch wirklich häufig auf Touren unterwegs sind, das Ding passt zukünftig sehr gut in euren Lawinenrucksack und dann habt ihr neben Sonde, Schaufel, LVS und dem ABS noch die Powder Bee dabei. Und damit sage ich nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Auch der Hinweis auf Tobi, den Kameramann, der gerade hinter der Kamera steht, ist unten verlinkt. Singletray bei Instagram macht sehr gute Arbeit. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben da lasst. Bis zum nächsten Mal jetzt wirklich. Tschüss aus Garmisch.